Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ihnen und euch allen ein herzliches Willkommen. Schön, dass wir auch am dritten Advent wieder bei strahlendem Sonnenschein hier in der Ortsmitte stehen dürfen. Das ist irgendwie auch ein Geschenk, dass wir in diesem Jahr, obwohl es jetzt in den letzten Wochen immer so viel geregnet hat, immer wenn wir Sonntag früh hier sind, es trocken haben. Der dritte Sonntag im Advent ist traditionell mit Johannes dem Täufer verbunden und darum auch der Wochenspruch für die neue Woche aus dem Propheten Jesaja: Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Johannes der Täufer war ja derjenige, der auf Christus hingewiesen hat und gesagt hat, das ist derjenige, der kommen wird, um diese Welt zu erlösen. Nun lasst uns miteinander Psalm 85 beten. Herr, ja, du bist vormals gnädig gewesen in deinem Lande und hast erlöst die Gefangenen Jakobs. Der du vormals hast all deinen Zorn fahren lassen und dich abgewandt von der Glut deines Zorns. Rede von uns, Gott, unser Heil, und lass ab von Willst du denn ewiglich über uns zürnen und deinen Zorn walten lassen für und für? Willst du uns denn nicht niederlegen, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Herr, zeige uns deine Gnade und gib uns dein Heil. Beten weiter. Erbarmender Gott, dein Volk sehnt sich in diesen Tagen der Erwartung nach Freude und Erlösung. Stärke in uns den Glauben und die Hoffnung, dass das Fest der Geburt deines Sohnes die Welt immer neu verwandle und sie die Freude erfahren lasse, die seine Botschaft uns bringen will. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. In der Stille beten wir zu Gott. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Amen. Wir hören die Schriftlesung. Ich lese aus dem 1. Korinther, Kapitel 4, die Verse 1 bis 5. Dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushalten, als dass man sie für treu befunden werde. Mir aber ist es ein Geringstes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht. Auch richte ich mich selbst nicht. Ich bin mir zwar nichts bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist. Und wird das Trachten des Herzens offenbar machen. Dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. Der Herr ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Heiland Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, wir feiern heute Halbzeit. In den Adventskalendern sind nur noch genau 12 Türchen zu öffnen. Und auch wenn heute der 3. Advent ist, bleiben uns noch mal fast genau 2 Wochen bis zum Weihnachtsfest. Halbzeit im Advent. Keine wirkliche Pause, denn es geht unmittelbar weiter. Und anders als bei euch beim Fußball kommt jetzt kein Trainer, der uns taktische Anweisungen gibt, wie wir in der zweiten Halbzeit uns richtig zu verhalten haben. Aber ist dann genau in 12 Tagen wieder alles vorbei? Als Kind habe ich einst gesungen, ich habe gelernt, das war ein reines DDR-Lied, das habe ich vorher gar nicht gewusst. Da haben wir im Kindergarten gesungen, so viel Heimlichkeit in der Weihnachtszeit. Ich glaube, es kennt hier keiner vermutlich. In diesem Lied geht es um kuriose Heimlichkeiten in den Weihnachtstagen oder in der Adventszeit. So sind von einem Kind, das hier als Ich-Erzähler geschrieben wird, die Puppen und der Bär verschwunden. Der Hansel vermisst seine Eisenbahn, die nicht mehr an der gleichen Stelle ist. Und zum Schluss wird beschrieben, dass es in der Küche lecker riecht, so wie beim Zuckerbäcker. Zum Advent und zu Weihnachten gehören die Heimlichkeiten dazu. Ein Morgentisch beim Öffnen des Adventskalenders. Nikolausabend stellen selbst noch meine Teenie-Töchter gern ihre Stiefel raus. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie aufgeregt wir als Kinder waren, wenn meine Mutter schwer bepackt mit Geschenken nach Hause kam. Sie hat uns an diesen Tagen aber vorher dazu verdonnert, auch ja nur mit meinen Geschwistern im Kinderzimmer zu bleiben und nicht ins Wohnzimmer zu kommen. Zum Advent und zu Weihnachten gehört die Heimlichkeit dazu. Das alles kommt nicht von ungefähr und liegt nicht nur an den langen Nächten und den oft grauen Tagen begründet. Denn das Brauchtum unserer Adventstage verdankt ja seine Eigenart einem großen theologischen Thema, nämlich dem Kommen Gottes in diese Welt. Die ersten Christen sprachen einst davon, dass Gott schon seit Urzeiten sein Geheimnis verborgen hält, welches er nun im Kommen seines Sohnes wahr werden lassen hat. Zu Weihnachten, so im Neuen Testament, zu Weihnachten wird dieses bis dahin so sorgsam gehütete Geheimnis Gottes gleichsam gelüftet und von aller Welt gesehen und erkannt. Jesus Christus als das Geschenk Gottes sorgfältig gewählt, lange geplant, gut verborgen und schließlich als frohe Botschaft allen mitgeteilt. Oder wie es der Verkündigungsengel einst sagte, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und so hörten wir eben in der Schriftlesung, wie Paulus den Korinthern schreibt, dafür halte uns jedermann für Diener Christi und, da wird es dann interessant, für Haushalter, so übersetzt es Luther, oder in der Basisbibel heißt es für Verwalter, oder im Griechischen steht da für Ökonomen über Gottes Geheimnisse. Hier wird schon deutlich, dass mit dem Öffnen des letzten Fensterchens oder der letzten Tür am Adventskalender in 12 Tagen an Heiligabend oder der Gans am Weihnachtsfest eben noch nicht alle Geheimnisse Gottes schon an ihr Ende gekommen sind. Denn die Geheimnisse Gottes, sie werden zwar zu Weihnachten offenbar, aber sie sind noch lange nicht erschöpft. Dass Gott in die Welt kommt, ist ja erst der Anfang. Und deshalb ist mit diesem 24. Advent, dem 24. Fenster, an Heiligabend noch lange nicht alles vorbei. Und wenn es so aussieht, als wären wir heute in der Halbzeit angekommen, dann weiß Paulus doch davon zu erzählen, dass das Spiel mit dem Heiligen Abend erst so richtig losgeht. Doch das bleibt auch noch geheimnisvoll, besser gesagt voller Geheimnisse, die wir immer wieder neu zu hören und zu glauben lernen dürfen. Denn der frohen Botschaft von Weihnachten kommen wir nicht mit unseren scharfsinnigen Analysen bei, sondern nur mit jener Demut, von der Paulus als unsere Aufgabe beschrieben hat, als Haushalterschaft, als Ökonomenschaft. Die Weihnachtsgeschichte ist niemals ausgelesen und zu Ende erzählt. Sie enthält immer wieder Unverfügbares
und sie trifft uns hoffentlich in unserem Leben immer wieder neu mit unseren eigenen Fragen. Das muss dann auch nicht immer alles aufgelöst oder beantwortet werden. Die jungfräuliche Geburt, wir haben im Konfirmandenunterricht letzte Woche drüber gesprochen, die geheimnisvollen Weisen aus dem Morgenland, die Engelsbotschaft auf dem Hirtenfeld und die brutale Willkür des Königs Herodes. Das alles lässt eine Wirklichkeit erahnen, die ihre Geheimnisse behält und eben nicht stringenten Interpretationen damit einzufangen ist. Heute ist Halbzeit, aber nur scheinbar. Denn hinter dem 24. Türchen beginnt erst jene geheimnisvolle Geschichte, die uns bis heute in Atem hält. Amen. Die Nacht ist vorgedrungen, lasst uns miteinander singen das nächste Lied auf dem Liedblatt. Lasst uns miteinander beten. Das Licht wird wiederkehren, das hast du verheißen. Die Schatten des Todes werden verschwinden. Auch das hast du uns verheißen, du Gott des Lebens. Wir warten, wir sehnen uns nach Licht und Leben. Ach komm. Komm zu den Kranken und Infizierten an den Beatmungsgeräten und auf den Intensivstationen. Komm zu denen, die sie behandeln und begleiten. Vertreib die Schatten des Todes. Ach komm. Komm zu den Familien in Anspannung und Sorge. Komm zu den Alleingelassenen, die sich vor Weihnachten fürchten. Vertreib die Finsternis. Ach komm.
Komm zu den Mächtigen und gib ihnen Liebe zur Gerechtigkeit. Komm zu den Einflussreichen und wecke ihre Liebe zum Frieden. Komm zu deiner Kirche und mache uns zu Hoffnungsboten. Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens, du Gott des Lebens. Wir warten auf dich. Komm doch bald. Ach komm. Amen. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und so geht unter dem Segen Gottes in diesen Tag, geht unter dem Segen Gottes in die Zeit, die nun vor euch liegt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.